Moderne Verkehrsmittel erfüllen den seit Urzeiten im Menschen bestehenden Drang, seinen Bewegungsraum zu vergrößern. Ob nun hochwertige Massenverkehrs- oder Individualtransportmittel, es muss schnell, bequem und sicher sein. Diese Ansprüche erfüllt auf exklusive Art und Weise das neue Flaggschiff von Audi. Der Audi V8. Er präsentiert die Summe fortschrittlicher Technik. Hochwertige Technik, kombiniert mit einer soliden Qualität und verpackt in einer exklusiven Ausstattung, kennzeichnen dieses Fahrzeug der Oberklasse. Dabei bestimmen Komfort und Sicherheit bereits die Qualität der umfangreichen Grundausstattung. Hier nur das Wesentliche, zum Beispiel die Ledersitzgarnitur mit beheizbaren Vordersitzen. Die Klimaanlage. Das Stereo-Kassettenradio mit 6 Lautsprechern. Das Anti-Blockiersystem. Das Auto-Check-System und Bordcomputer. Und das Audi-Sicherheitssystem Procon 10. Einmalig in dieser Klasse ist die gelungene Kombination der Quattro-Antriebstechnik mit einer Viergang-Getriebeautomatik und dem V8 Vierventilmotor. Fortschritt durch Technik. Mit diesem Triebwerk dokumentiert Audi seinen Anspruch als kompetenter Hersteller auf dem Einsatz modernster Motorentechnik. Schauen wir einmal in den Motor hinein, wie das im Einzelnen aussieht. Durch konsequenten Einsatz hochwertiger Leichtmetalllegierungen stellt der Motor, trotz seiner hohen Leistung, ein Leichtgewicht dar. Das vermeidet Kopflastigkeit des Fahrzeuges und fördert ein neutrales Fahrverhalten. Dabei ermöglichen intelligente Werkstoffkombinationen, gepaart mit raffinierten Verfahrenstechniken, dass auf Laufbuchsen und den damit möglichen Problemen verzichtet werden konnte. In klassischer V-Bauweise stellt sich der Kurbeltrieb dar. Jeweils zwei Pleuel teilen sich einen Kurbelwellenzapfen. Der perfekte Massenausgleich der geschmiedeten Kurbelwelle sowie die in engen Toleranzen gehaltenen Lagerspiele garantieren einen ruhigen Lauf. Neue Ideen auch im unteren Bereich des Motors. So ist die Ölwanne zweiteilig. Hier ist die Formsteifigkeit des Aluminiumteils mit der Elastizität des Blechteils kombiniert. Dadurch wird das Risiko gemindert, dass die Ölwanne bei Beschädigungen von außen reißen kann. Auch wegen der besonderen Form und Flexibilität des Ölansaugstutzens ist selbst bei einer verbeulten Ölwanne eine sichere Ölzufuhr möglich. Dieses Teil ist die sogenannte Ölwabe. Sie ist am Kurbelgehäuse angeschraubt und unterteilt die Ölwanne in zahlreiche Kammern. Hierdurch wird erreicht, dass das Schmieröl entschäumt wird und unabhängig von einwirkenden Fliehkräften immer eine sichere Ölzufuhr gewährleistet ist. Eine seit langem bereits in anderen Konzernfahrzeugen angewandte und bewährte Technik sorgt für wirksame Füllung der Zylinder. Hier übernehmen 32 Ventile den Gaswechsel. Der Antrieb der Einlassnockenwellen erfolgt in bekannter Weise über diese Steuerkette. Mit einem Zahnriemen, der auf die Lebensdauer des Motors ausgelegt ist, werden die Auslassnockenwellen in beiden Zylinderreihen angetrieben. Für die richtige Spannung sorgt diese Spannvorrichtung. Eine hohe Verdichtung von 10,6:1 sorgt für einen wirtschaftlichen Betrieb. Dazu trägt auch die Kraftstoffaufbereitung durch die zweistrahligen Einspritzventile bei.
Jedes Ventil spritzt jeweils in beide Einlasskanäle, unmittelbar vor die Einlassventile des betreffenden Zylinders. Eine zentrale Motorelektronik, die Motronik, übernimmt die Steuerung sämtlicher Funktionen zum präzisen Setzen des Zündfunkens und exaktem Anpassen der Einspritzmenge. Damit wird ein Leistungsoptimum bei größter Wirtschaftlichkeit und geringster Schadstoffbelastung erreicht. Ein heißer Draht misst Luft. Ein ungewöhnliches, aber äußerst präzises Verfahren. Die Elektronik macht es möglich. Ohne Einsatz mechanischer Bauteile wird die angesaugte Luftmenge exakt erfasst, worauf dann Einspritzmenge und Zündzeitpunkt abgestimmt werden. Auto und Umwelt. An die Umweltverträglichkeit heutiger Automobile werden hohe Anforderungen gestellt. Das beginnt mit der Abgasreinigung. Selbstverständlich ist der V8-Motor mit einer hochwirksamen Anlage zur Abgasreinigung versehen. Dazu gehören unter anderem die Katalysatoren in den beiden Abgassträngen. An zentraler Stelle wird von der Lambda-Sonde kontrolliert, ob die Abgaszusammensetzung den Erfordernissen der Katalysatoren entspricht. Umweltschutz heute bedeutet nicht nur schadstoffarme Motoren, sondern auch leise Motoren, sowohl nach außen als auch nach innen. Mit einer aufwendigen Kapselung des Motorraumes ist man diesem Ziel näher gekommen. In der automobilen Oberklasse ist ein automatisches Getriebe eine Selbstverständlichkeit. Dieses Getriebe zeichnet sich durch optimale Schaltqualität und Wirtschaftlichkeit aus. Ermöglicht wird das durch eine neu entwickelte elektronisch-hydraulische Getriebesteuerung. Mit diesem Schalter kann man den Schaltungscharakter des automatischen Getriebes individuell beeinflussen. Zum Beispiel, wer mehr einer sportlichen Fahrweise zuneigt. In dieser Position erfolgt das Hochschalten der einzelnen Gänge automatisch bei höheren Drehzahlen. Oder wer einer wirtschaftlichen Fahrweise den Vorzug gibt, wählt dieses Programm. Manuell, nämlich wie ein Schaltgetriebe, lässt sich das automatische Getriebe in dieser Position bedienen. Natürlich ohne zu kuppeln. Diese Anzeige informiert den Fahrer über das Fahrprogramm. Neue Wege auch in der Kraftübertragung. Zum Beispiel der Drehmomentwandler. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er ab einer bestimmten Geschwindigkeit keinen Schlupf hat und damit verlustfrei arbeitet. Das geschieht durch eine Wandlerüberbrückung. Wie die Bezeichnung schon aussagt, so wird durch eine kraftschlüssige Verbindung der Wandler überbrückt. Das erledigt diese Reibkupplung. Der Wandler ist dann ohne Funktion. Es stellt so lediglich eine starre Verbindung dar. Auf elegante Art wird die Antriebskraft dorthin gelenkt, wo sie nützt. Das beginnt am Verteilergetriebe. Hier wird sie je zur Hälfte auf die Vorder- bzw. Hinterachse aufgeteilt. Drehzahlunterschiede zwischen Vorder- und Hinterachse, zum Beispiel bei Kurvenfahrt, gleicht dieses Planetengetriebe aus. Bei größeren Drehzahlunterschieden, etwa beim Durchdrehen eines Rades auf vereister oder nasser Fahrbahn, greift diese Lamellenkupplung in das Geschehen ein. Die Getriebeelektronik veranlasst, dass sie blitzschnell schließt und damit zwischen Vorder- und Hinterachse einen starren Verband herstellt. Hier befindet sich eine gekapselte Welle. Sie stellt die Verbindung zwischen Verteilergetriebe und Vorderachsdifferential dar. Intelligente Lösungen ebenfalls an der Hinterachse. Eine Kraftverteilung, die sich automatisch den Straßenverhältnissen anpasst, wird vom Torsengetriebe übernommen. Es sorgt dafür, dass die Antriebskraft dorthin gelangt, wo sie auch was bringt. Ein zusätzliches Sperren des Differentials entfällt hiermit.
Was das in der Praxis bedeutet, verdeutlicht dieser Test. Anfahren auf regennasser Fahrbahn an einer 30% Steigung. Kein Problem. Das Angebot, hohe Fahrleistungen jederzeit sicher unter Kontrolle zu haben, das ist der Verdienst der Audi Fahrwerksentwicklung. Dazu gehört zum Beispiel das serienmäßige ABS. Aber das ist schon nichts Neues mehr. Neu dagegen ist die Konzeption der Vorderradbremse. Die bisherige Bremsscheibe ist ersetzt durch einen Bremsring, der von innen und nicht wie sonst üblich von außen umfasst wird. Diese neuartige Konstruktion ergibt 20% mehr Reibfläche und das bedeutet bei wesentlich geringeren Temperaturen in diesem Bereich verbesserte Qualität bei größerer Lebensdauer. Was haben ein Polo und der Audi V8 gemeinsam? Richtig. Beide haben als Garantie für Werterhalt und Mobilität eines der größten Servicenetze der Welt hinter sich. Gemeinsam haben beide auch, trotz des recht unterschiedlichen technischen Innenlebens, dass die Serviceintervalle gleich sind. Und das heißt einmal pro Jahr. Schauen wir uns einmal an, wie das am Audi V8 aussieht. Halten wir uns nicht mit den Routinetätigkeiten auf, sondern wenden wir uns dem Neuen zu. Ölwechsel. Eigentlich etwas Alltägliches. Für den Audi V8 ist es nicht alltäglich, sondern, wie für alle Konzernfahrzeuge, auch ein einmal jährlich stattfindender Vorgang. Aber oft sind es Kleinigkeiten, die große Nachwirkungen haben. So wie dieses Öl, das hier nicht hingehört. Doch wo kommt es her? Das ist die Ursache. Beim Einfüllen des Öls ging etwas daneben und sammelte sich in dieser Vertiefung. Aus dieser Bohrung läuft das Öl dann am Zylinderkopf und Kurbelgehäuse entlang und täuscht damit eine Undichtigkeit am Motor vor. Übrigens, mit diesem mitgelieferten Werkzeug wird das Abnehmen der Zündkerzenstecker erleichtert. Und das ist der neue Kerzenschlüssel, der einen leichten Ausbau der Zündkerzen ermöglicht. Eine elegante Lösung. Diese Vorrichtung erleichtert den Zugang zum Ölfilter. Einer für alle. Nämlich ein Riemen treibt alle Nebenaggregate an. Dieser hochflexible Keilrippenriemen übernimmt das, was sonst zwei oder mehr konventionelle Keilriemen erledigten. Zwei Umlenkrollen sorgen für große Umschlingungswinkel aller Riemenscheiben. So kann kaum Schlupf auftreten, zum Beispiel bei sich rasch ändernden Drehzahlen oder schwankender Last durch den Klimakompressor oder der Servolenkung. Diese Umlenkrolle dient als Spannvorrichtung, sodass ein Nachspannen entfällt. Der Keilrippenriemen ist damit wartungsfrei. Im Rahmen der Inspektion ist lediglich der äußere Zustand zu beurteilen. Es dürfen keine Beschädigungen oder Verschleißstellen sichtbar sein. Dabei darf der Motor nur in Drehrichtung weitergedreht werden. Klar, dass ein defekter Keilrippenriemen sofort erneuert werden muss. Dazu das Wichtigste in Kürze. Der Riemen lässt sich leicht abnehmen, indem er erst einmal entspannt wird. Und das macht man so. Zuerst die Spannvorrichtung zurücksetzen.
Dieser Dorn gehört mit zum Umfang der Sonderwerkzeuge für den Audi V8. Und man benötigt ihn, um die Spannvorrichtung in dieser Stellung zu fixieren. Dann lässt sich der Riemen problemlos abnehmen. Bevor jedoch der neue Riemen aufgelegt wird, stellen Sie sicher, dass die Riemenscheiben der Pumpe für die Zentralhydraulik und Klimakompressor einwandfrei fluchten und nicht etwa selbst die Ursache für den vorzeitigen Verschleiß waren. Das hier ist nicht richtig. So wird es in Ordnung gebracht. Zum Anpassen der Riemenscheiben gibt es unterschiedlich dicke Einstellscheiben. So ist es richtig. Das Profil dieser Leere bestätigt die richtige Einbaulage. Wenn Sie nach dem Auflegen des Riemens den Absteckdorn wieder herausnehmen, stellt sich die Spannvorrichtung automatisch wieder auf die richtige Riemenspannung ein. Einen weiteren Wartungspunkt, der mit großer Sorgfalt durchzuführen ist, stellt die Prüfung des Zahnriemens dar. Das geschieht zusammen mit der Prüfung des Keilrippenriemens alle 30.000 Kilometer. Dazu muss diese Zahnriemenabdeckung abgenommen werden. Nur auf den ersten Blick erscheint dieser Bereich sehr beengt, um dann noch Montagearbeiten durchführen zu können. Aber das ändert sich sofort, wenn mit wenigen Griffen der Elektrolüfter herausgenommen wird. Nur diese zwei Schrauben sind zu lösen. Keine Kabel oder Steckverbindungen müssen abgenommen oder gelöst werden. Dann prüfen Sie sorgfältig, und zwar über den gesamten Umfang, den Zustand des Zahnriemens, ob die Zahnflanken einwandfrei sind. Keine Verschleißmerkmale am Riemenrücken und auch keine Querschnittsbrüche sichtbar sind. Drehen Sie dabei den Motor nur in Drehrichtung weiter. Halt! Bevor Sie die Abdeckung wieder aufsetzen, prüfen Sie die Einstellung der Spannvorrichtung. Dafür benötigen Sie wiederum diesen Dorn. Die Einstellung der Spannvorrichtung ist in Ordnung, wenn sich der Dorn bis zum Anschlag am Gehäuse durchschieben lässt. Das hier ist nicht in Ordnung. In diesem Fall muss eingestellt werden. Und zwar muss dieser Anschlag eingestellt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass selbst unter ungünstigsten Umständen ein Überspringen des Zahnriemens unmöglich ist. Das Anschlagblech ist mit einer Aussparung versehen. Im Spannhebel sind zwei Bohrungen. Mit dem Dorn werden Anschlagblech und Spannhebel zueinander ausgerichtet. Dadurch ergibt sich im eingebauten Zustand ein bestimmtes Spaltmaß, das einerseits genügend Freiraum für thermisch bedingte Längenänderungen gibt und andererseits aber ein Überspringen des Zahnriemens vermeidet. Ein Inspektionspunkt, der seit Jahrzehnten bereits im Wartungs- und Inspektionsumfang vertreten ist und damit eigentlich nichts Neues mehr darstellt. Am Audi V8 jedoch ist es anders. Das beginnt schon hier am Einfüllrohr für das ATF. Es ist kein Peilstab mehr vorhanden, sondern nur noch eine Verschlusskappe. Das hat auch seinen guten Grund. Denn konstruktiv bedingt muss diese eigentlich alltägliche Arbeit mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Und das ist nur in VAG-Betrieben gewährleistet. So werden auch nur diese mit einem Peilstab ausgerüstet.
Sorgfalt bedeutet in diesem Fall, das Fahrzeug muss beim Prüfen unbedingt waagerecht stehen und die Temperatur des ATFs muss mit Sicherheit über 80 Grad Celsius sein. Bei einer niedrigeren Temperatur dagegen wird am Peilstab kein ATF angezeigt und kann damit zur Falschbefüllung führen. Von den Arbeitspositionen, die im Rahmen der Inspektion durchzuführen sind, erweckt diese Position unser besonderes Interesse, die Fahrzeugeigendiagnose. Dieses ist eine technische Entwicklung, die zum Ziel hat, dem Werkstattfachmann die zeitraubende Fehlersuche an komplexen Systemen zu erleichtern. Während des Fahrbetriebs aufgetretene Fehler werden erfasst und gespeichert. Am Audi V8 gehören diese Systeme zum Umfang der Fahrzeugeigendiagnose. Da ist erstens die elektronische Motorsteuerung, die Motronik. Zweitens dann die elektronische Getriebesteuerung. Und drittens die Informationselektronik für den Fahrer. Irgendwo in dieser verwirrenden Steuergeräteelektronik befindet sich ein Baustein, der alles registriert und nichts vergisst. Der Fehlerspeicher. Selbst das Ausschalten der Zündung ändert daran nichts. Dieses Fehlerauslesegerät ermöglicht auf elegante und zeitsparende Art, aus dem Fehlerspeicher aufgetretene Fehler abzurufen. Wie macht man das? Dazu ist das Gerät zunächst anzuschließen. Diese Steckerleiste stellt eine Schnittstelle des Diagnosesystems dar. Und zwar einmal zur Stromversorgung des Gerätes und als Verbindung zum Steuergerät der Motronik. Diese Anzeige bestätigt die Betriebsbereitschaft des Gerätes. Zwei Anzeigemöglichkeiten werden dargestellt. Schnelle Datenübertragung und Blinkcode. Diese Betriebsarten sind auf die verschiedenen Diagnosesysteme abgestimmt. Schnelle Datenübertragung. Das bedeutet, dass gespeicherte Fehler direkt ablesbar angezeigt werden. So wie hier zum Beispiel. Prüfen wir also im Rahmen der Inspektion, ob im System der Motorelektronik alles in Ordnung ist. Und das kann man sich schwarz auf weiß geben lassen. Dazu ist das Gerät mit einem Drucker ausgerüstet. Ein Adresswort soll eingegeben werden. Natürlich gibt es hierzu entsprechende Hinweise, auch im Leitfaden. Wir nutzen das Angebot des Gerätes. Diese Adressworte benennen die fahrzeugeigenen Systeme, die mit Hilfe dieses Gerätes diagnostiziert werden können. Uns interessiert während der Inspektion diese Position. Also wird das dem Gerät mitgeteilt. Dazu müssen diese beiden Ziffern eingegeben werden. Jede Eingabe muss mit dieser Taste quittiert werden. Jetzt wird das Gerät aktiv, indem es an das Steuergerät das Adresswort sendet. Das gibt es also auch. Die Verbindung mit dem Steuergerät klappt nicht. Aber Hilfe wird angeboten. Nutzen wir sie. Und das sieht dann so aus. Unter erstens falsches Adresswort eingegeben. Das trifft also nicht zu. Das wurde richtig eingegeben. Die nächste Position.
Zündung nicht eingeschaltet. Das wurde also vergessen. Besser ist es jedoch, den Motor laufen zu lassen. Nach Eingabe des Adresswortes 01 erscheint dann diese Anzeige mit der Identifikation des Steuergerätes. Die Bezeichnung Codierung ist für die Inspektion ohne Bedeutung. Dieser Pfeil ist eine Aufforderung, die gleichartige Taste zu drücken. Funktion anwählen. Ein Hinweis, dem Gerät mitzuteilen, was man eigentlich will. Auch hierzu wird Hilfe angeboten. Von all diesen möglichen Funktionen interessiert im Moment nur diese. Sie gibt Aufschluss über notwendige Reparaturarbeiten. Hier haben Sie es schwarz auf weiß. Keinen Fehler erkannt. Das System der Motronic ist damit in Ordnung. Nur das einwandfreie Funktionieren der umfangreichen Getriebeelektronik trägt zum ungetrübten Fahrspaß des Audi V8 bei. Darum stellt sie innerhalb der Fahrzeugeigendiagnose einen weiteren Prüfpunkt dar. Auch hierfür gilt die gleiche Vorgehensweise, wie es zum Kapitel Motronic gezeigt wurde. Die Informationselektronik stellt einen wichtigen Beitrag zur Betriebssicherheit des Fahrzeuges dar. Neben der Motronik und der elektronischen Getriebesteuerung ist sie der dritte Prüfpunkt im Rahmen der Fahrzeugeigendiagnose. So werden zum Beispiel Anzeigefunktionen wie Motortemperatur und Öldruck ständig überwacht. Fehler werden gespeichert und können, wenn vorhanden, abgerufen werden. Dazu muss das Gerät auf den systemeigenen Ausgang umgesteckt werden. Für das Anwählen des Fehlerspeichers muss systembedingt die zweite Betriebsart, die Blinkcode-Ausgabe, genutzt werden. Sie unterscheidet sich zur schnellen Datenübertragung darin, dass es etwas langsamer vorangeht. Diese Anzeige hilft uns nicht weiter. Das ist also die Ursache. Die Zündung muss eingeschaltet sein, jedoch darf der Motor nicht laufen. Nach Drücken dieser Taste werden gespeicherte Fehler angezeigt. Erfreulich ist dieses Ergebnis. Es sind keine Fehler aufgetreten. Damit werden dann wichtige Anzeigen dem Fahrer weiterhin das zuverlässige Funktionieren des Motors bestätigen. Selbstverständlich wurde auch in den Audi V8 viel fortschrittliche Technik investiert, um einen schadstoffarmen Betrieb zu gewährleisten. So werden in der jährlichen Abgas-Sonderuntersuchung, die ebenfalls Teil des Inspektionsumfangs ist, systembestimmende Funktionen geprüft. Damit wird sichergestellt, dass aus diesen Rohren nicht mehr als das absolut Unvermeidbare an Schadstoffen herauskommt. Zu den Funktionen, die über das Fehlerauslesegerät im Steuergerät aktiviert werden können, gehört diese. Sie informiert darüber, ob das Abgas in der Zusammensetzung stimmt, damit die Katalysatoren die ihnen zugedachte Aufgabe auch wirkungsvoll wahrnehmen können. Von diesen etwas verwirrenden Zahlenkolonnen interessieren uns während der Inspektion nur diese vier Werte. Wie bisher, so muss der Motor betriebswarm sein. Und das bedeutet ca. 90 Grad. Das ist der Fall, wenn der angezeigte Wert innerhalb dieses Bereiches liegt. Hier wird die momentane Drehzahl angezeigt. Sie liegt bei 700 Umdrehungen pro Minute,
wenn die Anzeige in diesem Bereich liegt. Diese Anzeige gibt Aufschluss über den Einsatz der Lambda-Regelung. Sie setzt ein, wenn die Lambda-Sonde Betriebstemperatur erreicht hat. Das dauert ungefähr 1,5 Minuten. Der Wert muss innerhalb dieses Bereiches liegen. Da der Zündzeitpunkt auch die Abgasqualität beeinflusst, gehört er mit zum Prüfumfang. So wird er angezeigt. Ähnlich wie die anderen Werte ist er auch nicht direkt ablesbar. Nur auf den ersten Blick war diese Anzeige etwas verwirrend, denn es kommt nur auf diese 4 Werte an. Die Motortemperatur, die Leerlaufdrehzahl, die Lambda-Regelung und den Zündzeitpunkt. Sie sind im Rahmen der Inspektion nur prüfbar. Einstellmöglichkeiten gibt es nicht. Das war's in aller Kürze zur Wartung des Audi V8. Ausführliche Informationen finden Sie wie bisher in der entsprechenden Kundendienstliteratur. Ein besonderes Auto verlangt doch eine besondere Betreuung. Wie das Betreuungskonzept für den Audi V8 gestaltet ist, wird Ihnen Ihr Schulungsmeister im Anschluss an diese Betriebsschulung erläutern.